So, willkommen zurück zur Demo-Version von Padron. Die Eisenmine und die Kohlemine sind jetzt fertig. Und wir setzen schon mal einen Bergarbeiter ein. Und wie ihr seht, wir können bis zu 4 einsetzen. Aber das bringt uns ja nichts. Wir haben jetzt gerade noch etwas Zuwachs bekommen. Hinsichtlich der Erwachsenen. Wir sind jetzt bei 14 Erwachsene. Immer noch alles Bauern. Aber wir haben ja immer noch das Defizit, dass wir da wenig Arbeiter haben. Wir gucken mal jetzt hier, da können wir Hoftiere einsetzen. Ja, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt gerade am Überlegen, wir brauchen da im Jahr 60 Werkzeuge. Ich glaube, als nächstes ist die Werkzeugschmiede dran, die wir bauen. Bauen. Also setzen wir die genau dahin. So. Und dann geht's da schon weiter. Da aus, zack, zack, das wächst. Das machen wir zu. Ja, ich bin immer noch auf Geschwindigkeit 5, um das Ganze zu beschleunigen, damit das schneller vorangeht. Wie viele? Da haben wir 5 Leute schon wieder drinne. Gerade überlegen, ob ich hier einfach eine. Ich glaube, ich werde noch ein Wohnhaus hinbauen. Aber wenn es denn dahin gehen wird. Dann setzen wir es dahin. So. Die Sache ist nämlich die Familien, also ich habe eher das Gefühl, dass das hier so Massenunterkünfte sind. Und um einfach den die Familien zu fördern, bauen wir da noch ein kleines Familienhaus hin. Um einfach den Nachwuchs etwas ranzuziehen. Produziert. Guck mal kurz da rein. 3 Arbeiter. Wir brauchen Kohle und Eisenerz. Liefert der uns hier gleich im Barren? Tatsache, der liefert die uns gleich im Barren. Halt, nee. Einer reicht. Kohlebergwerk hat ein. Der hat ein. Ja, das muss reichen. So. Ich glaube, damit warten wir jetzt einfach noch einen Moment. Bis es soweit ist. Wir gucken kurz mal, was hier unsere Freunde hier oben machen.
Der produziert super. Ja, pushen hier mal ein kleines bisschen was. Kostet uns zwar Geld, aber das erhöht halt auch die Effektivität. Arbeitsplätze brauchen wir jetzt mal keine. Genau. So. Da brauchen wir wohl nichts erstmal. 60 Minuten. Ja, natürlich werden wir hier mal kurz überall ein bisschen erhöhen. Die heute brauchen wir noch nicht wirklich. Okay, Metzgermeister 3 ist das höchste Gefühle. Dann ist das gut so. Und da haben wir auch schon. Ach nee, das ist 150. Bräuchten wir zum Weiter ausbauen. Aber das. Das brauchen wir jetzt lieber. Ja, so viel Geld haben wir ja zurzeit auch nicht. Stadtgebäude, was könnten wir noch bauen? Docks ermöglicht den Handel mit dem Festland. Ja, zum Beispiel mal Eisen. Eisen. Bearbeitet einer. So, der Kirchen. Die Möglichkeit, sich bei ihm beliebt zu machen. Na, wir wollen ja die Händler und die Adligen mal anlocken. In der Hoffnung, wir kriegen das. Und wenn die Bauern weniger Religion haben, das stimmt ja nicht. So. Ja, das heißt es wieder warten. Wir haben 3 Arbeiter. Ach, ich verstehe. Ich brauche 2 Bergarbeiter. Warum brauche ich 2? Weil die Bergarbeiter, weil ein Bergarbeiter in der im Kohlebergwerk arbeitet und einer in der Eisenmine. Jetzt! Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum da immer noch steht, dass da ein Arbeiter fehlt. Und jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass uns die Arbeiter fehlen. So, da ist Schnee eingezogen. Gehen wir mal. So, das sind Basisgüter. Ist gut. Hoffen wir, dass das soweit. Dass uns das was voranbringt. Und der bald hier eine Familie gründet und dann noch mehr Leute einziehen. Sagt das gut. Schönerung.
das Schild, um sich schneller zurechtzufinden. Da noch ein Schild hin. Dann nehmen wir mal zu. Bin hier dafür? Ja. Dann machen wir da einen Weg. Und dann haben wir es wieder ganz etwas effektiver gestaltet. Und wir nähern uns wieder dem Winter. Jetzt stellen wir aber wirklich mal einen Werkzeugschmied ein. Auch wenn er uns sich wieder beschwert, nicht genügend Arbeiter. Aber wir haben ja gerade noch einen neuen Bauern dazu bekommen. War hoffentlich ein Bauer. Ja, war ein Bauer. Und da können wir uns das leisten, wenn nur zwei Arbeiter da sind. Wir haben auch genug Holz, dass wir hier einiges haben. Mal gucken. Alle Ressourcen. So. Schicken wir die Arbeiter einfach dort rüber. Da können die in Ruhe abarbeiten. Ich glaube, wir werden es dann hier weiter rüberjagen. Vier Erwachsene gegen Werkzeug und eine Erhöhung der Einwanderung 20. Nee. Da machen wir lieber so, dass es langfristig schneller geht, als dass wir kurzfristig hier dazu bekommen. Weil wir müssen ja auch schon ein bisschen langfristig denken. Das bringt uns ja nie, wenn wir jetzt uns um vier Erwachsene schlagen und dann am Ende weniger dazu bekommen. Beschwert sich wieder. Eigentlich immer noch zu wenig Arbeiter. Gucken kurz nochmal rein. Ja, zwei Arbeiter sind halt wenig, aber irgendjemand muss ja was Sinnvolles machen in dieser Gesellschaft.
Gucken wir mal, wie hier. Der sitzt immer noch allein in seiner Hütte. Ja, wir sehen, ich sehe gerade schon, oh, ja, die monatliche Produktion fällt jetzt schon eingebrochen. Aber das ist halt der Winter. Aus dem Grund haben wir ja im Sommer immer eine richtige Überproduktion, damit wir da richtig vorankommen. So, und wir gucken jetzt nochmal in die Forschung. Das nächste ist wirklich ein Kleidergeschäft, was wir machen. Ist halt möglich, die neues Kleidergeschäft ist. Ja, guck mal kurz rein. War das? Das ist das hier, Fischerei. Kleidungsgeschäft. Tier und Luxus der Bauern. Ich glaube, wir machen als erstes jetzt, wo wir hier was großartig. Setzen jetzt hier mal eine Fischhütte hin. Weil mit der Fischhütte kostet mich ein Einfluss. Zion. Baugüter. 20%. Ja, aber das machen wir. So, also es geht langsam voran. Nächsten Sommer produzieren wir dann mit der Fischerei ein bisschen was. Und dann müssen wir eigentlich zusehen, dass wir mit den anderen hier. Gehen wir hier in die Ausbildung. Das ist komplett. Große Körbe. Upgrade komplett. Was haben wir hier? Das ist auch komplett. Tierhäutung können wir noch ein bisschen rausgehen. Und da brauchen wir erst Eisen. Ne? Hier Werkzeug und 100. Ja, wir erhöhen es jetzt einfach. Leider brauchen wir es jetzt aber nicht vorantreiben. Was haben wir hier? Das sind unsere Werkzeuge. Heu haben wir da noch nichts produziert. Die kommen nicht heute an, fehlen im Lager. Okay. Wenn das so ist,
verstehe ich das schon. Dann müssen wir da natürlich einen Wegweiser hinbauen. Wenn die nie wissen, wo sie hinlaufen sollen. Und hier erstmal kreuz und quer über die Felder laufen. Das kann ja so nie sein. Und in diesem Sinne. In diesem Sinne machen wir für die Folge mal Schluss. Kommentare. Verbesserungsvorschläge. Den gefallen. So, also lasst ein Like da, Verbesserungsvorschläge, Kritikpunkte. Schreibt es mir in die Kommentare. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.